Und jetzt moralische Bedenken. Morgen startet die Europa League in die neue Saison. Mit zwei vom selben Sponsor Red Bull unterstützten Clubs in der Gruppe B. Das sorgt bei der Konkurrenz für Bedenken. Es geht an die Grundfeste des Fußballs. Wir sind in Norwegen, Trondheim. Von den 200.000 Einwohnern sind viele fußballbegeistert. Und ihren Club hat es erwischt. Rosenborg Trondheim ist Gruppengegner der Red Bull Clubs aus Salzburg und Leipzig. Es herrscht nach diesem Super-GAU bei der Auslosung, gelinde gesagt, Misstrauen. Es besteht Sorge vor Wettbewerbsverzerrung. Auf großer europäischer Bühne. Dass wir ein schlechtes Gefühl haben dabei, ne? Nicht nur wir, sondern Fußballfans allgemein, dass man nicht richtig weiß, wenn die gegeneinander spielen, wie das aussieht. Die Leute, die denken nach, und was, wenn die gegeneinander spielen, was passiert dann, wenn vorletzte Spieltage und wir brauchen vielleicht beide einen Punkt oder so. Dass man überhaupt diesen Verdacht hat, dass irgendetwas da passieren kann, das ist nicht gut für die zwei Vereine. Das Thema für alle Beteiligten heikel, kurz vor dem Start der Europa League. Es lässt auch Rune Bratzett nicht los. Bis Mitte der 90er, 8 Jahre lang, integrer Abwehrspieler in Bremen. Dann Sportdirektor bei Rosenborg, heute ehrenamtliches Vorstandsmitglied. Es ist eine schlechte Zusammenstellung. Wenn man anfängt nachzudenken, ist das fair oder ist das nicht fair? Alleine nur, dass man darüber nachdenkt, ist nicht gut. Das hätten wir uns sparen können. Doch das Los wollte es anders. An diesem 31. August in Nyon. Mit bisher einmaliger umstrittener Konstellation im europäischen Fußball. Salzburg. Gruppe B für FC Salzburg. Leipzig. Rasenball Leipzig. FC Salzburg, Rasenballsport Leipzig. Zwei Clubs, entworfen von ein und demselben Großsponsor, Red Bull, gegen Celtic und Trondheim. Rosenborg Trondheim hat eine kritische Fanszene gegen den Kommerz im Fußball. Der 100 Jahre alte Traditionsclub, Gegenentwurf zum Marketingprodukt RB Leipzig. Anfang Oktober und Anfang November werden Leipzig und Salzburg hier vorstellig. Hier, wo sie davon singen, dass sie für ihr Glück nur ihre Fußballlegenden Bier und ein Trikot von Rosenborg brauchen. In einem Fußballpub treffen wir drei führende Köpfe der Kjernen. Mit fast 2000 Mitgliedern die einflussreichste Fangruppierung des Vereins. Europaweit hoch angesehen. Ich bin ein bisschen gespalten. Eigentlich wollen wir, dass die Europa League für alle Norweger ein großes Ereignis ist, im Stadion und vor dem Fernseher. Jetzt haben wir ein Problem mit dieser Gruppe und der UEFA. Denn es geht nur noch ums Geld. Mit zwei Red Bull Teams in einer Gruppe könnte es alle möglichen Fragen geben. Und wir denken nicht, dass dieser Wettbewerb ein Wettbewerb mit solchen Fragen sein sollte. Ist das fair? Ist das noch Fußball oder etwas anderes? Ist das fair? Ist das Football oder ist das something else? Dass es hier nicht nur um Fußball geht, weiß auch der norwegische Sportsoziologe Ave Jelset, der die europäische Fanszene im Blick hat und ihre Kritik an Red Bull. Für sie ist es die gleiche Firma hinter den Mannschaften. Das gleiche Phänomen, die gleiche Marke. Alles ist gleich. Kein Unterschied in den Augen der Fans. Die Clubs wirkten und wirken auch schon auf den ersten Blick wie eins. Daran ändert auch die Entscheidung der UEFA nichts, die den Juristen von Red Bull folgte, wonach beide Clubs entflochten seien. Personell und strukturell. Obwohl der milliardenschwere Mäzen Dietrich Mateschitz beide weiter finanziert. Mit dem Unterschied, seine Red Bull GmbH ist Eigentümer in Leipzig
und in Salzburg offiziell nur noch Hauptsponsor. Dass sie entflochten sind, kann man ja unschwer alleine an der Entscheidung ablesen, dass beide letztes Jahr international spielen durften. Für uns ist es vollkommen, ja, wenn man so will, ist es ein Derby. Ein Derby? Wenn überhaupt, dann allenfalls ein Firmenderby, zu dem man uns aus Zeitgründen kein Interview geben will. Der Jurist Thomas de Hesselis hat nicht nur beste Kontakte in UEFA-Kreise. Er gilt auch als intimer Kenner der Strukturen bei den Roten Bullen, die erst mit Hilfe ihrer Juristen die Hürden der UEFA übersprangen. Juristisch ist das alles klug gemacht und gelöst worden von Seiten Red Bull und der beteiligten Clubs. Aber da muss man als Fußballer, Kurvengänger oder wie man auch immer sich bezeichnen will, sagen, das Aufeinandertreffen von zwei Clubs, die sozusagen einer Eigentümerschaft zwar nicht juristisch, aber gefühlt zugerechnet werden, ist sehr unangenehm. Die Lösungen für Europa. Kritiker sprechen von Schlupflöchern im Reglement der UEFA. Einer gewissen Machtlosigkeit. An der Stelle muss man dann konstatieren, auch die UEFA stößt an ihre Grenzen. Also sie ist weder mit staatsanwaltlichen oder FIFA-Ermittlungsbefugnissen ausgestattet, um Personen nachzuspionieren, Telefonate abzuhören oder ähnliches, um rauszufinden, ob weiterhin Kontakt, Einflussnahme und damit Verflechtung besteht. Zum Beispiel über den Sponsorenpool. Offiziell darf laut UEFA ein Sponsor nicht mehr als 30% zum Gesamtetat beisteuern. Das war früher in Salzburg mit Red Bull der Fall. Doch auch hier zeigte man sich besonders findig, weiß der langjährige Clubbeobachter Jakob Rosenberg. Ich glaube, es reicht ein Blick auf die Liste der Premium-Sponsoren von Red Bull Salzburg, um zu sehen, wie groß der Einfluss von Red Bull dort ist. Also da wird unter anderem Red Bull selber als Konzern gelistet. Daneben Rauch, das ist der Getränkeabsteller für Red Bull. Also es gibt das Red Bull Mobile, ein Telefon, das im A1-Netz funktioniert. Das heißt, da sind sehr enge, direkte Kontakte da. Weiterer Premium-Sponsor ist Audi. Und Audi und Red Bull veranstalten gemeinsam eine private Mondlandung, die 2019 stattfinden soll. Das heißt, das sind zwar unabhängige Unternehmen, aber es sind Unternehmen, die sehr eng zusammenarbeiten. Die Zusammenarbeit mit Red Bull, bei der Firma Rauch auch äußerlich sichtbar. In Österreich ist auf einem von 11 Trikots ein anderes Werbelogo erlaubt. Rauch rückte just, als die UEFA auf den Plan trat, zum Premium-Sponsor auf. Zahlt angeblich über 2 Millionen Euro pro Saison. Rauch, seit 2 Jahren auch Sponsor in Leipzig, produziert und füllt exklusiv Red Bull ab. Das nährt eine Vermutung. Unabhängig davon, wie das Ganze jetzt formal juristisch ausschaut, ist eindeutig, dass Red Bull Salzburg von Red Bull bestimmt wird, dass die einen dominanten Einfluss dort haben, dass es keine Entscheidungen gegen den Hauptsponsor quasi gibt und dass sich an diesem Konstrukt auch nichts geändert hat. Weitere Hinweise darauf: Transfererlöse aus Leipzig. Die gelten nicht als Sponsoring-Einnahmen, obwohl sie indirekt von Red Bull kommen. 18 Salzburger bereits nach Leipzig verkauft. Und der nächste soll im Winter kommen. Amadou Haidara. Ja, das ist ja ganz klar, dass die arbeiten zusammen. Was anderes könnte das nicht nennen. Ich arbeite im Studio als Experte Champions League. Und wir gucken ja immer, wenn Vereine da reinkommen, und dann gucken wir auf die Spiele, wo waren die, was war die letzte Adresse, bevor die nach zum Beispiel Leipzig kamen. Und dann sieht man ja diesen Zusammenhang, ne? Davon kommt man nicht weg. Und ist das zwei Vereine oder ist es nicht? Doch der UEFA und Red Bull scheint das egal zu sein. Es geht um viel Geld. Da nimmt man in Kauf, dass viele nun misstrauisch auf die Gruppe B der Europa League schauen. Wenn die juristisch recht haben, das heißt nicht, dass es richtig ist, moralisch oder vom Gefühl her, ist es nicht gut. Hier gibt es viele Probleme.
Konflikte, die normalerweise in einem europäischen Wettbewerb nichts zu suchen haben. Das ist Verschmutzung, weil es das Spiel verwässert, den Sport verwässert und dessen Ideale. Fußball ist nicht Geschäft, Fußball ist Fußball. Red Bull ist es gelungen, die UEFA milde zu stimmen. Die moralische Integrität ist in den Augen der Gegner und deren Fans auf der Strecke geblieben.